Hallo ihr lieben Freunde, überall im deutschsprachigen Raum. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich und freue mich auf die gemeinsame Zeit mit euch allen. Wir wollen uns heute damit auseinandersetzen, dass wir die Zeiten kennen und unbedingt unterscheiden müssen, wann Gott beabsichtigt, etwas ganz Bestimmtes zu tun. Sonst können wir Gottes Handeln in ganz bestimmten Zeiten nicht richtig verstehen und einordnen. Das liegt daran, dass Gott vor langer, langer Zeit schon alles festgelegt hat, damit nichts für uns überraschend kommt, wenn wir uns in der Bibel auskennen. Ein Bibeltext, 2. Petrus 3, Vers 8. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Die Zeiten, die Gott festgelegt hat, um ganz bestimmte Ereignisse ablaufen zu lassen, sind von ihm genau geregelt und werden zu der von ihm angeordneten Zeit stattfinden. Wir sind also nie ohne Zeit. Und trotzdem können wir mit Äußerungen wie die Zeiten der Nationen und anderen biblischen Begriffen wenig anfangen. Nur wenn wir uns in der Bibel auskennen, haben wir die richtigen Erklärungen dafür. Wir können also der Zeit und ihrem Ablauf nicht ausweichen. Je älter wir werden, desto offensichtlicher ist das. Obwohl Zeit also immer ist sie nicht immer gewesen. Es gab also eine Zeit, in der die einzelnen Zeitabschnitte nicht existierten, weil Gott sie nicht geschaffen hatte. Bevor Gott alle Dinge schuf, lebte er ohne Zählen der Zeit. Weder Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre. Die Zeit ist also eine Schöpfung Gottes. Es ist etwas, was uns in die Lage versetzt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft voneinander zu trennen. Je nachdem, wo wir gerade stehen. Gott ist nicht an die Zeit gebunden. Er unterliegt nicht der Zeit. Das erklärte Jesus den Pharisäern und er erklärte das auch seinen Aposteln. Was für eine kraftvolle Bestätigung seiner Gottheit liegt darin. Die Juden wollten ihn steinigen, aber Jesus verbarg sich. Es gelang ihnen nicht. Die Existenz Gottes vor der Zeitrechnung ist eine Erfahrung, die nur Gott macht. Wir Menschen dagegen lebten nicht als Geistwesen vor unserer Geburt. Aber wir werden mit Jesus leben, wenn er unser Herr und Heiland ist, nach unserem menschlichen Leben. Gott hat bereits das Ende der Zeit festgelegt. Viele Gläubige sitzen zu Hause und warten auf die Entrückung. In Wochen, Monaten, Jahren. Wann endlich, Herr? Wann endlich? Doch das ist falsch. Gott bleibt vollkommen unabhängig. Und doch, obwohl wir in und mit der Zeit leben, umso mehr gilt dieser Grundsatz. Trotzdem, während Zeit immer da ist, war das früher
nicht so. Bevor Gott die Zeit schuf, gab es keine Zeit. Das heißt, man konnte die Zeiteinheiten nicht zählen. Als Gott dem Mose befahl, 2 Silbertrompeten zu machen, von mir in Video 264 und 65 genauestens erklärt, schuf er einen Typus, einen Schatten einer größeren, wichtigeren, stärkeren Realität. Ein weiterer Bibeltext, 4. Mose 10, Vers 1 bis 3. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Mache dir 2 Trompeten aus Silber. In getriebener Arbeit sollst du sie machen. Und sie sollen dir zur Berufung der Gemeinde und zum Aufbruch der Lager dienen. Israel und die Gemeinde sollten als seine Zeugen die Menschen auf der Welt aufwecken und ihnen mitteilen, wer Gott ist und was wir Menschen mit ihm zu tun haben und wie das geschieht. Jetzt, wo wir den Sinn und Zweck der Trompeten kennen, wollen wir einen tieferen Einblick wagen und dabei sollen uns diese Instrumente helfen. Erstens ist es wichtig zu verstehen, dass es tatsächlich nur 2 Instrumente sind. Gott hätte also genauso gut 5 oder 7 oder 9 von ihnen machen können, aber er ließ den Mose nur 2 Trompeten machen. In der Bibel ist diese Zahl die Zahl der Einheit. Und darauf kam es Gott offensichtlich an. In der Bibel ist das die Zahl der Einheit. Denken wir daran, dass 2 Testamente, das Alte und das Neue zusammen die eine Bibel bilden. Die Regeln, die Gott auf 2 Tafeln schreiben ließ, ergaben zusammen das eine Gesetz. Während der Schöpfung, nachdem Gott alles für gut befunden hatte, kam Gott zu Adam. In einer Welt von lauter Zweien, 2 Kühe, 2 Zebras, 2 Elefanten, sagte Gott, dass es nicht gut wäre, wenn der Mensch allein wäre. Lesen wir dazu einen sehr wichtigen Bibeltext, 1. Mose 2, Vers 18. Und der Herr Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Genau daran können wir Gottes herrliche Brillanz erkennen. Er entnahm von Adam eine Rippe und aus dem einen wurden 2. Der Grund: Deshalb soll ein Mann Vater und Mutter verlassen und eins sein mit seiner Frau. Ein weiterer Bibeltext, 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Genau die gleiche Einheit existiert nach dem Willen Gottes mit den 2 Trompeten. Beide Zeugen von ein und demselben Gott. Beide finden ihren Ursprung in Abraham. Israel findet seinen physischen Anfang in ihm und die Gemeinde findet ihren geistlichen Ursprung in ihm.
Und genau wie Adam und Eva werden Israel und die Gemeinde Jesu eines Tages eins sein. Genau wie Adam und Eva werden Israel und die Gemeinde eins werden. Diese Einheit steht noch bevor. Diese Einheit wird nicht eintreten, bevor ein neuer Himmel und eine neue Erde in Existenz kommt. Wenn kein Bedarf für Sonne, Mond und Sterne mehr besteht, weil Gott selbst unser Licht sein wird. Ein weiterer Bibeltext, Offenbarung 21, Vers 23. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Diese Wahrheit macht vielen Juden zu schaffen. Was wir wissen müssen, Silber ist kostbar, aber Silber ist nicht perfekt wie Gold. Die Gemeinde und Israel sind für Gott sehr kostbar, aber sie sind nicht perfekt. Denken wir an den Apostel Petrus, der sagte, in diesem Bibeltext lesen wir das, Apostelgeschichte 4, Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Nur durch die Person von Jesus Christus können wir gerettet werden. Überhaupt unsere Bedeutung, unser Zweck zu existieren, ist nur außerhalb von uns selbst zu finden. Und zwar nur in der Person Jesu Christi. Das Ende oder der Anfang der Trompete ist das Mundstück. Eine Trompete ertönt nicht von sich aus. Wie handwerklich perfekt sie auch gemacht ist, sie wird niemals von sich aus ertönen und jemanden an etwas erinnern. Egal wie perfekt sie handwerklich gemacht ist oder wie strahlend schön das Metall in der Sonne scheint, solange keine Luft durch das Mundstück gepresst wird, ist die Trompete nicht besser als ein x-beliebiges Stück Metall. Die Lippen, die das Mundstück mit Luft füllen, sind Gottes Lippen. Es ist sein Atem, der das Mundstück füllt und am Ende unterschiedliche Töne hervorbringt. Es ist sein Atem, der durch die Instrumente hindurchströmt und die wunderbaren Noten hervorbringt. Israel und die Gemeinde können von sich aus nichts tun. Sie sind die Instrumente, die Gott benutzt. Erst wenn Gottes Atem durch das Metall strömt, kommt etwas Herrliches hervor. Wie traurig ist es also, wenn Juden und Christen mit ihrer Identität angeben, als wenn sie selbst etwas ganz Spezielles wären. Unsere Vorstellung, wir wären etwas ganz Besonderes aus uns selbst, ist schmerzhaft und schändlich. Dabei liegt das Besondere ganz allein in der Person von Jesus Christus. Gottes Atem gibt den Instrumenten nicht nur eine hörbare Stimme, sondern Gottes Atem gibt ihnen Leben. Wie konnte Israel sonst bei all den Schwierigkeiten über die Jahrtausende leben?
Dasselbe widerfuhr der Gemeinde Jesu für die längste Zeit ihrer Existenz, auch heute noch in vielen Teilen der Welt. Doch der Geist Gottes, die göttlichen Luftströme, die durch das Instrument gepresst werden, hat dem allen widerstanden. Wo können wir den Atem Gottes finden, wenn wir unerschütterlich an die Vergebung unserer Sünden durch Jesu vergossenes Blut von Golgatha festhalten, wenn wir Christus auch für die schlimmsten unserer Sünden vertrauen, dass er sie vergibt, wenn wir ihn darum bitten, dann bekommen wir alles, was wir brauchen. Der Heilige Geist ist die göttliche Gabe für uns. Er wohnt in unseren Herzen für immer, wenn wir nur ganz fest an die Trompeten und ihren Nutzen für uns glauben. Ein weiterer Bibeltext, 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Der Geist Gottes erhält unsere Seele, selbst wenn unsere Körper Fehler machen. Und es gibt noch eine zweite Quelle, wo wir unseren lebenserhaltenden und zeugnisgebenden Atem finden können. Lesen wir auch dazu einen Bibeltext, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Es ist in der Bibel, dass wir Gottes Herzenshaltung finden und uns zunutze machen können. Leider haben viele christliche Gruppen sich von der Bibel abgewandt und bevorzugen eine Wohlfühltheologie. Aber wenn wir nicht bei dem Original des Wortes Gottes bleiben, können wir dem Schmerz des Irrweges nicht ausweichen. Wenn Israel und die Gemeinde die beiden Trompeten Gottes sind, die Mose herstellen musste, dann haben sie erst seit 1948 zusammengespielt. Bis dahin hat nur immer einer von den beiden gespielt. Aber als der Staat Israel 1948 gegründet wurde, begannen die Gemeinde Jesu und das Volk Israel wieder zusammenzuspielen. Das Ergebnis können wir leicht ablesen, wenn wir in die Zeitung schauen und erstaunt feststellen, dass Israel wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist und zusammen mit den gesunden Teilen der Gemeinde Jesu die Menschheit aufrüttelt. Genau hier werden wir herausgefordert. Wenn die Trompeten einen unsicheren Ton hergeben, wer wird sich für die bevorstehende Schlacht vorbereiten? Ein weiterer Bibeltext hilft uns. 1. Korinther 14, Vers 8. Denn auch wenn die Trompete einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Wir sind doch die Wächter, der in Hesekiel 3, Vers 16 bis 21 erwähnt wird. Und es geschah am Ende von 7 Tagen, da geschah das Wort des Herrn so zu mir: Menschensohn,
Ich habe dich für das Haus Israel zum Wächter gegeben. Und hörst du ein Wort aus meinem Mund, so sollst du sie von mir verwarnen. Wenn ich zu den Gottlosen spreche, du musst sterben, und du hast ihn nicht gewarnt und hast nicht geredet, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten, dann wird er, der Gottlose, um seiner Schuld willen sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Du aber, wenn du den Gottlosen gewarnt hast und er ist von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg nicht umgekehrt, dann wird er um seiner Schuld willen sterben. Du aber hast seine Seele gerettet. Und wenn ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut und ich einen Anstoß vor ihn lege, dann wird er sterben. Wenn du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seiner Sünde willen sterben und an seine gerechten Taten, die er getan hat, wird man nicht mehr denken. Aber sein Blut werde ich von seiner Hand fordern. Du aber, wenn du ihn, den Gerechten, gewarnt hast, damit der Gerechte nicht sündigt und er hat nicht gesündigt, so wird er leben, weil er sich hat warnen lassen. Du aber, du hast seine Seele gerettet. Wir sind doch berufen, die Menschen aufzuklären, wer Gott ist und was passieren wird. Der einzige Weg besteht darin, dass wir täglich ernstlich beten und Gottes Wort inhalieren. Dann und nur dann werden die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, den Gott der Bibel kennenlernen. In diesem Sinne, ihr lieben Freunde, möchte ich mich für heute von euch verabschieden und möchte euch gerne mit dem aaronitischen Segen segnen. Ja, wir leben in sehr spannenden biblischen Zeiten. Soweit für heute, ihr Lieben. Bitte denkt sorgfältig darüber nach. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasst sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.